Hey, meine kleinen Frischlinge da draußen. Und wir kommen zu einem weiteren Part von. Moment, so. Wir kommen zu einem weiteren Part von Frontschweine. Mit Puma, den Helden. Heavy, den Spion. Reaper, der Pionier. Maat, der Sunny. Und Creator, der Schütze. Okay. Zu diesem Zeitpunkt müsste ich eigentlich theoretisch schon einen weiteren Kampfkeiler haben, aber ich habe ja erst so ges. Ich hätte als erstes wirklich nochmal einen Geheimdienst. Aber ist auch egal. Machen wir uns um ein bisschen schwieriger, aber das kriegen wir hin. Gerade nämlich, weil Puma jetzt auch alles Mögliche an Waffen zur Verfügung hat. Und auch noch eine sehr starke Waffe hat er ebenfalls noch. So, wir fangen mal an. Rettet das Schwein. Auf geht's nach Haxland. Mal ge wieder gegen die Japaner. Rettet das Schwein. Einer ihrer Eber-Offiziere wurde während einer Erkundungsmission in Haxland gefangen genommen. Nehmen Sie Ihre Jungs und retten Sie ihn. Zeigen Sie dem Gegner, dass wir solche Schweinereien nicht durchgehen lassen. Heldentum wird belohnt. Obacht, der Boden ist heiß. Ja, das bedeutet, unser erstes Schwein, also Puma, also jetzt im positiven Sinne, ja, ist hier gefangen, sage ich jetzt mal. Wir kommen hier nicht raus, ne? So, wie machen wir das am besten? Ach so, ich da kann ja den Stick nicht nehmen. Wir machen erstmal den Schützen hier weg. Wenn Puma wieder dran ist, wird er dann auch, ich denke mal, den Orden holen, den man da unten sehen kann. Wir werden den auch gleich fertig machen, weil. Hat er sich jetzt getarnt oder nicht? Er hat sich nicht getarnt, weil, keine Ahnung, irgendwie spinnt da irgendwie das System hin und wieder mal rum. Keine Ahnung, woran das liegt. Moment mal, ich muss mal was machen. Okay. Ich muss halt nur gucken, ob der Sound auch läuft. Weil es gibt nichts Blöderes. Ach Mist, nee. Okay, wir machen es anders. Wir töten ihn. Und den Taschendiebstahl, versuchen kann ich's ja mal. na, behalten wir für einen Scharfschützen, damit wir den dann alles wegnehmen können. Extra Spielzeug für euch. Gute Arbeit muss belohnt werden. Gut so. Den Rest schaffst du auch noch. Wenn der sich nicht tarnen würde, könnten wir den nämlich darunter ins Minenfeld boxen. Natürlich gibt es da im Minenfeld auch wieder einen Weg, den wir nehmen könnten. Der Pionier ist, glaube ich, demnächst dran. Vielleicht werden wir das machen. Das treffe ich Weil dann nicht. bräuchten wir Puma nicht reintun. Ah, du bist jetzt auch noch weg. Ne, da können wir uns das sparen. Der hat uns vergiftet. Hier oben an der Kiste kommen wir nicht ran. Ich glaube, da ist eh nur Müll drinne. Also ich bin nie da. Ich habe das auch nie wirklich ausprobiert, da hochzukommen. Puma hat jetzt auch, wie heißt denn das? Oh, Spec Ops oder so heißt das. Wie soll ich sagen? Da kann man sich dann irgendwo hin, ich sag mal, teleportieren lassen. So, das ist auch eine sehr gute Waffe. Eine sogenannte Suchrakete. Zieht, wie gesagt, auch 40 ab. Und ja, damit lässt sich auch ordentlich an Schaden austeilen. War es nur 60. Das ist nicht sehr schön. Wir müssen halt gucken, wie wir es wirklich machen. Aber du kriegst auf jeden Fall die Medizinkiste, damit du ein bisschen mehr Leben hast. Unseren Maat, der Sunny, der hält das Team zusammen.
hier so auf dem Präsentierteller. Der sich getarnt. Wo ist denn der hin? Da. Na. So. Auf der Stelle. Komm schon, flieg. Ach, Mist. Da, ach, da ist noch einer. Naja, er kann uns nicht sehen. Ah, der rückt jetzt hin. Damit er uns abknallen kann. Oder? Oder was macht er? Er ignoriert ihn. Ignoriert es. Okay, er läuft sinnlos rum. Kann man machen. Ist jetzt die KI ein bisschen überfordert, was er machen soll? Entweder greift er jetzt den Spion an oder tarnt sich jetzt gleich wieder. Ah, okay. Ich hoffe, er trifft nicht. Nee, er trifft nicht. Oh, das wäre jetzt geil gewesen, wenn er sich selbst getroffen hätte mit der Schweinepest. Das wäre relativ geil gewesen, ey. Ja. Wir müssen halt gucken, wie wir es jetzt machen. Hier sind so viele. Wir kümmern uns um den da hinten. Weil wenn wir jetzt hier, glaube ich, stehen bleiben, werden die auf uns hier mit Scharfschützengewehren auf uns einprügeln. Und unseren Heavy, der hält leider noch nicht so viel aus. Er hat ja auch, was weiß ich, Waffenauswahl eher das geringste. Wo die Bazooka ordentlich an Schaden macht. Ja, er ist tot. Aber wie gesagt, mit der Bazooka zu schießen ist manchmal auch wirklich sehr kritisch. Je nachdem, wie weit man weg ist, ist ordentlich an, ja. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, aber warte ich noch. Was haben wir noch? Spec Ops, damit könnten wir uns jetzt, soll ich das machen? Na, wir haben noch keine Probleme. Bevor wir hier sonst was machen, holen wir uns den Orden. So. Der Orden ist meine. Es sind dann wieder drei Orden. Da sollten wir dann in der nächsten Runde dann einen weiteren Kampfkeiler haben. Nee, Quatsch. Ist Schütze nicht... Nee, Heavy ist nicht der Schütze, oder? Creator ist der Schütze. Da habe ich jetzt wieder was verwechselt. Den stoße ich sowas von runter. Ich glaube, wenn die Gegner einmal unten sind, wollen die auch nicht mehr hoch. Wer hat noch... Einer ist auf jeden Fall... Der eine hat sich getarnt. Komm her, gib mir alles. Kamikaze. Selbst der Gig, also die KI hat selbst auch noch keinen Kamikaze eingesetzt. Oh, jetzt habe ich nochmal. Ich will dein Scharfschützengewehr. Okay. Somit kann ich dich ordentlich runterkicken. Ich glaube, der hat eh nur noch 50. Naja, da ist der Tote und gut ist. So, so. Was machst du jetzt so? Haben wir den jetzt gekillt oder nicht? Weil ich habe eben mal auf meinem Handy geschaut. Wir gehen jetzt runter. Die Nein, ich spiele jetzt nicht mit irgendjemandem. Außerdem habe ich die Spiele nicht, die du hast. Wo ist denn der? Hier war auf jeden Fall einer.
Ich hoffe, ich treffe den. Bitte back jetzt nicht da fest. Gut. Weil ich hatte mal nämlich das Problem, da hat sich einer in so, in, wie gesagt, diese in so eine Wand eingebackt und da, es ging einfach nicht weiter. Stimmt. Ach nee, Quatsch. Puma ist der Einzige, der unseren Mart heilen könnte. Unser krankes Schwein. Du holst dir mal die Lazarettkiste oder Heilkiste, wie auch immer man es nennen möchte. Okay, das können wir jetzt nochmal ordentlich austeilen hier. Dich will ich haben, du Schwein. Wird erledigt. Der fliegt runter. Der ist erstmal keine Gefahr mehr. Ich muss halt nur gucken, wie... Der hat noch 10. War klar, dass der sich halt... Na, Mist. Ich habe nichts, mit denen ich den angreifen könnte, ohne meine Leute zu verletzen. Ach, weißt du was? Wir machen einfach hier seine Tarnung weg. Ey! Ach, da ist ja noch einer. Oh Mann, das habe ich vergessen. Oh, Leute. Ach, der hat nur noch 20. Moment mal, ich will mir doch die Kiste da drüben holen. So, Rakete. Moment mal, vielleicht komme ich hier raus. Da kann ich den jetzt auch noch angreifen. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er nur noch 20. Na mehr. Du kriegst meinen Säbel. Macht, glaube, 20 Schaden. Ne, 25 sogar. Mal sieh mal, wie man sich irren kann. Den Säbel kriegt man wiederum nicht in, sagt schon, im Multiplayer. Der ist nur hier drin in Einzelspieler. Alter, ich decke. Also muss was Explosives hier, es geht nicht. Der trollt mich doch. Oder sowieso nur noch 10 hat. Ist das kein Problem. Ja, wenn er jetzt da gestanden hätte weiterhin, wäre es gut gewesen. Hätte ich den Elektroschocker rausholen können und hätte den aus der Map rauskatapultiert. Da wäre er tot gewesen. Yeah. Ja, wer ist denn jetzt dran? Ja, du hast eh nur Hufe. Ah, komm hier. Gib mal ordentlich Dynamit hier, Junge. Ja, weg. Zur Zeit der Aufnahme hier habe ich auch schon Tekken 1 beendet. Muss halt nur noch hochgeladen werden und ja. Freue mich richtig, dass das schon beendet ist. War es ja ein relativ fixes Spiel. Bin nur gespannt, wie weit ich heute komme. Wenigstens Haxland will ich heute noch packen. Und wie es dann halt weitergeht, ob ich dann noch weiter Frontschweine aufnehme, weiß ich halt noch nicht. Natürlich. Ich glaube, die nächste Mission wird übelst schwer. Ich glaube, es war die. Ja, ja, es war die. Der hat noch 40. Wir machen das so. Ich hoffe, ich treffe. Ich bin gut. 22. Wie mache ich das? Nee, Quatsch. Ich nehme unsere Airburst. Damit bin ich relativ sicher.
dass ich wenigstens was treffe. Das ist vielleicht wieder zu kurz. Nee. Oh, das war's. So trenne ich mich von meiner sterblichen Hülle. Mission erfüllt. Drei Orden. Kommt zu Papa. So, ihn befördern wir noch. Heavy. Unser Kampfschwein. So, jetzt müssen wir wieder ansparen. Sollten jetzt nicht mehr so krasse Maps kommen. Wir kriegen jetzt, glaube ich, wieder drei. Zwei. Nochmal zwei. Und dann noch unseren auch. Ja, wenn wir den Kontinent beendet haben, dann ist auf jeden Fall Heavy unser nächster Held. Und dann werde ich hier weiter ausbauen. Ob ich Creator zum Schützen lasse, weiß ich halt noch nicht. Ich denke mal, ich müsste auch nicht mal Reaper und Mart lassen, weil ich so eine krasse Taktik habe. Die ist zwar was. Ich sage, das letzte Level ist ultra hart, wenn man das nicht innerhalb von zwei oder drei Zügen nämlich schafft, das Schwein zu erledigen. Aber dazu komme ich dann, wenn wir dann dort angekommen sind. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. Also, haut rein und ciao.